Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Dragon Age Origins. So, und wir müssen jetzt mal mit der ehrwürdigen Mutter reden, aber nicht ohne hier nochmal kurz geguckt zu haben, was so gibt. Aber hier ist so eine schöne Truhe, aber die kann man gar nicht anklicken. Das ist doch, da ist doch was falsch. Naja gut, hallo Alistair, kannst du bitte mal da aus dem Weg gehen? Guten Tag, ehrwürdige Mutter. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, meine Lieben? Nö. Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können, als die meisten, die es hierher schaffen. Wer seid ihr? Ich bin die ehrwürdige Mutter dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Was für eine Spende wäre angemessen? Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Was? Ey, ich komme aus dem Gesindeviertel, ja? Also vor ein paar Folgen habe ich erfahren, dass 15 Silber voll krass mega viel Geld sind, ja? Und du willst jetzt 30 haben? Ich kann euch 5 Sovereigns geben. Sind das die Golddinger? Ich habe nichts zu geben. Ich verstehe. Nicht jeder ist wohlhabend genug, um auch nur ein paar Münzen für die Gunst des Erbauers erübrigen zu können. Was kann ich also für euch tun? Ich hatte gehofft, ihr könnt mich segnen. Nein, ich bin ein grauer Wächter und brauche eure Hilfe. Ein grauer Wächter? Hier? Oh nein. Ihr bringt mich in eine schwierige Lage. Ihr müsst wissen, dass Taryn Loghain die grauen Wächter zu Geächteten erklärt hat. Das weiß ich. Aber ihr seid eine ehrwürdige Mutter und ihr werdet ja sicherlich nicht uns verraten. Ich habe davon gehört, aber es war Loghain, der den König verraten hat. Taryn Loghain? Das kann ich ebenso wenig glauben, wie seine Ächtung der grauen Wächter. Auf euren Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Haltet euch bedeckt, dann verspreche ich euch, dass ich eure Anwesenheit hier geheim halten werde. Mehr kann ich nicht tun. Okay. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Könnt ihr den grauen Wächtern überhaupt irgendeine Art von Hilfe anbieten? Ich kann euch nicht helfen, ohne die Sicherheit dieses Dorfes und dieser Kirche zu riskieren. Alles, was ich tun kann, ist, eure Anwesenheit hier geheim zu halten. Es tut mir leid. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Das heißt, wir hätten auch einfach gar nicht hier hingehen müssen. Na gut, ich hatte gehofft, ihr könntet mich segnen. Einen grauen Wächter? Ja. Ihr habt einen schweren Weg vor euch, nicht wahr? Ja. In Andrastes Namen bitte ich den Erbauer, über sein Kind, seine Schöpfung, zu wachen. Behüte sie auf ihrem Weg, o Erbauer. Sei ihr ein Licht in der Dunkelheit. Danke. So soll es geschehen. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Dann gehen wir jetzt. Möge der Erbauer über euch wachen, grauer Wächter. Du kannst ja deine Klamotten verkaufen, wenn das Geld hier so knapp ist. Die sind bestimmt viel wert, diese Seide und was auch immer, Gold, Beschläge. Zäh, ich gebe doch nichts der Kirche. Natürlich. Dann gebe ich das lieber irgendwelchen Hilfsorganisationen oder den Flüchtlingen selber, ey. Naja. Man muss bedenken, ich bin eine Elfin. Die Kirche will bestimmt auch kein elfisches Geld, das ist ja eklig. Bah, pfui. Okay, dann gehen wir mal hier rüber nach Lothering rein. Das ist dann ja hier rüber. Weil wir waren ja bisher nur in der Kirche. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Alles da. Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Ach ja, die beiden mögen sich. Guten Tag. Ein Flüchtling und ein Flüchtling. Warte, haben wir hier irgendwas, was wir... Guck mal, ein Wauwau. Möchtest du den essen? Der sieht aus wie ein gutes Frühstück. Kann man hier noch irgendwas klauen? Ich will mir kurz hier umgucken. Okay, das ist also Lothering. Habe ich eine Wahl? Huch, ihr redet schon wieder miteinander. Von den 2 verbliebenen grauen Wächtern seid ihr der Dienstältere.
Es ist seltsam, dass ihr dem anderen die Führung überlasst und selbst nur hinterdrein trottet. Das findet ihr also seltsam, ja? Ihr beugt euch einem neuen Rekruten. Ist das bei den Grauen Wächtern so üblich? Oder handelt es sich um eine persönliche Entscheidung? Was wollt ihr hören? Dass ich mich lieber unterordne? Genauso ist es. Ihr seid sehr abweisend. Könnt ihr euch nicht in ein Gebüsch verziehen und dort einfach sterben? Das wäre sehr freundlich. Besten Dank. Ah, die beiden mögen sich. Total. Was haben wir denn hier? Allison, guten Tag. Seid gegrüßt, Fremde. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Wofür braucht ihr denn die Fallen? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Okay. Balin hat Giftfallen auf seinem Land. Er hat noch kein Gift im Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Warum kauft ihr nicht einfach welche? Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Ah, scheiße, ich kann keine Fallen herstellen. Tut mir leid. Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Scheiße, ja, das tut mir echt leid. Ich glaube, das erinnert mich daran, dass ich das letzte Mal genauso gemacht habe. So, nö, kann ich nicht. Sorry. Scheiße. Ja, okay. Gott, hier ist so viel los hier gerade. Ich muss gerade mal gucken, was... Hier, hallo. Als könnten wir hier noch mehr Kämpfe gebrauchen. Seht ihr nicht, wie verängstigt alle hier sind? Hallo. Als könnten wir hier noch mehr Kämpfe gebrauchen. Mann, du hast ja genau die gleiche Stimme wie dein Kumpel da hinten. Ich habe Angst. Wann gehen wir nach Hause? Minenarbeiter? Meister Feloran ist streng mit uns Minenarbeitern. Seit Ostaga sogar noch strenger. Okay. Das tut mir leid, denke ich. Ich gucke mich mal hier so ein bisschen um, ob wir noch ein paar Sachen klauen können. Guck mal hier, haben wir einen Sack mit einem Bergkristall und einen Dreckhaufen, wo Blitzkristalle Sachen irgendwas sind. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist für den Golem als Waffe geeignet. Ich bin mir aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Huch. Okay, ich dachte, hier wäre irgendwas Schönes. Hi, Huhn. Na? Guten Tag. Kann man hier rein? Nein, kann ich nicht. Okay. Hallo. Ihr steht hier auch nur rum und redet. Ja, okay, dann will ich euch nicht weiter stören. Die haben bestimmt auch keine Aufgabe für mich. Das ist halt das Doofe daran, dass sie halt nicht so... Scheiße. Huch. Dass sie nicht so viel Gesprächsthemen haben. Und man deswegen auch irgendwann nicht mehr die anklicken will, weil die halt sowieso immer das Gleiche sagen. So könnte es allerdings dazu kommen, dass man verpasst, dass einer davon dann doch ein Quest hat. Nee, aber ich glaube, dann würden die angezeigt werden. Als besondere Menschen oder Wesen. So, warte, ich will hier kurz klauen. Ein Rundschild, das ist schon mal gut. Das könnten wir theoretisch dem lieben Alistair geben, wenn wir denn auch eine Waffe hätten. Das ist ein zweihändiges Schwert und ein Dolch will ich dem nicht geben, weil... Dolch. Aber wir haben schon mal ein Rundschild. Das ist schon mal nicht schlecht. Guck mal hier, das haben wir auf jeden Fall. Ja, wir müssen noch eine einhändige Waffe finden, eine gute. Gut, guten Tag, älteste Miriam. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Was? Lossering ist voller Flüchtlinge. Vielleicht findet ihr in Allisons Scheune einen Platz. Sprecht lauter. Eigentlich hätte ich eher gehofft, ich könnte euch helfen. Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Wir brauchen Betten, Lebensmittel und ein Ende all dieser traurigen Geschehnisse. Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Ich nicht, aber ich hätte hier jemanden, der sich auskennt. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst.
Okay. Was haben wir denn jetzt hier für einen Quest? Warte, was? Habe ich jetzt ein Rezept gekriegt, oder was? Habe ich ein Rezept gekriegt? Sehe ich das hier irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Lalalala. Haben wir jetzt hier einen Quest gekriegt? Mehr als gewöhnliche Pflanzen. Die älteste Miriam hat dich gebeten, deine Kräuterwissen zu nutzen, um einige schwache Wundumschläge für die verwundeten Flüchtlinge in Lothering anzufertigen. 3 Umschläge müssten ausreichen. Genauere Hinweise findest du in ihrem Aushang. Hä? Aber da war doch gar kein... Okay. Weiß ich nicht. Wo kann ich jetzt hier... Habe ich jetzt zufälligerweise... Wo ist denn hier das Crafting-Gedöns? Haben wir das hier nicht? Muss ich dann hier drauf klicken? Achso, wir haben ja überhaupt gar nicht hier Heildingenskirchens herstellen. Warte mal, du kannst das doch machen, oder? Schwacher Wundumschlag, guck mal. Müssen wir den... Ich hoffe, 1, 2, 3. So. Können wir jetzt wieder mit ihr reden? Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Das war nicht nötig, bitte sehr. Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. Gern geschehen. Gut, ja, dann brauchen wir ja selber gar nicht. Dann könnten wir uns wirklich auf Gifte. Auf Gifte spezialisieren. Ich meine, wir haben ja im Notfall Morrigan, die uns kräuterkundige Sachen machen kann. Gerade jetzt so, wenn wir. Spinnengestalt. Dauert nur einen Moment. Habe ich erwähnt, dass ich eine Spinnenphobie habe? Das ist ja cool. Haben wir noch mehr Sachen? Kann sie sich auch in andere Sachen verwandeln, bitte? Was ist das? Angst? Gift? Geistschlag? Nee, ich will... Das fand ich... An sich fand ich das ganz cool, aber nee, eine Spinne. Bah. Was wollte ich sagen? Aber wir haben für sie... wir haben sie im Notfall, dass sie hier... dass sie Heilsachen herstellen kann. Das ist schon mal gut. Dann könnten wir vielleicht wirklich auf Gifte gehen. Ich weiß aber nicht, vielleicht gibt es auch noch andere Charaktere, die Richtung Poison gehen. Zum Beispiel... Ach nee, die befindet sich da drin, ne? Wir werden nämlich gleich jemanden kennenlernen. Aber erstmal will ich da diese Truhe aufmachen. Natürlich. Natürlich will ich sie aufmachen. So, haben wir hier sonst noch jemanden, mit dem wir uns unterhalten können? Guten Tag. Bitte. Wir sind hier, um den Kämpfen zu entkommen. Ist hier irgendjemand, der mir helfen kann, mir was verkaufen kann oder so? Nee, ihr seid alles nur Flüchtlinge, ne? Ich empfinde fast Mitleid mit diesem eingesperrten Kunal. Hi. Ich glaube nicht, dass ihr da wirklich rein wollt. Die Taverne ist voll und diese Soldaten sind eine echte Plage. Warum ist denn die Taverne voll? Aus dem gleichen Grund, aus dem auch die Kirche voll ist. Sie ist voller Leute, die von zu Hause geflohen sind. Der Wirt erlaubt den Leuten, auf dem Boden zu schlafen, aber er kann nur eine begrenzte Anzahl aufnehmen. Und diese Soldaten werden unruhig. Erzählt mir von den Soldaten. Sie sind nicht hier, um uns zu verteidigen. Sie haben nach jemandem gesucht, bevor sie angefangen haben, sich zu betrinken. Ich habe gehört, sie hätten einen Mann fast umgebracht, weil ihnen sein Gesicht nicht gefallen hat. Ich frage mich, ob sie Deserteure der königlichen Armee sind. Ihr scheint unglücklich zu sein. Gibt es denn einen Grund, glücklich zu sein? Jetzt, wo der König tot ist, wird die dunkle Brut Lothering überrennen, bevor irgendjemand die Verteidigung organisieren kann. Man könnte ja meinen, die Soldaten würden zumindest die Banditen vertreiben. Aber nein, jemand anderes hat dafür gesorgt, dass sie bekommen, was sie verdient haben. Das wart ihr, nicht wahr? Ja, das war ich. Hast du ein bisschen Geld für mich als Dank? Ist das wahr? Hey, alle mal herhören! Das hier ist diejenige, die uns von diesen diebischen Bastarden befreit hat! Vermutlich werden weitere kommen, aber es tut gut zu wissen, dass es hier zumindest noch ein bisschen Gerechtigkeit gibt. Vielen Dank. Gern geschehen. Ach, dankt mir nicht alle zu sehr, das ist mir peinlich. Ich bin den Ruhm nicht gewöhnt. Okay, können wir noch mehr mit dem reden? Ich glaube nicht, dass ihr da wirklich rein wollt. Die Taverne ist voll. Ja, bla bla, okay, danke für die Warnung. Und viel Glück für euch. Das haben wir wohl alle bitter nötig, was? Ja, in den Zeiten schon. Okay, also wir haben da scheiß Soldaten, die ein bisschen unfreundlich sind. Ich habe rechtzeitig bemerkt, was die grauen Wächter vorhatten und seine Männer gerettet. Er ist ein Held und nichts anderes. Schade, dass er den armen König Kayle nicht retten konnte. Verdammte graue Wächter. Sie haben verdient, was mit ihnen geschehen ist. So ist es. Erst schleifen sie den König dort hinunter und dann werfen sie ihn den Wölfen zum Fraß vor?
Kein Wunder, dass alles schiefgegangen ist. Seid gegrüßt, Herrin. Seid gegrüßt, Herr Klatschmaul. Also, hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten? Er sagte, er sei aus Redcliffe. Er hat mit jedem in der Taverne gesprochen. Aber woher sollen wir denn wissen, wo die Urne der heiligen Asche ist? Da kann er uns ja gleich fragen, wie man zum Mond kommt. Er hat gesagt, dass alle Ritter Redcliffs nach ihr suchen. Als hätten sie nichts Besseres zu tun. Ich fass es nicht. Ja, das der König... Also, ihr seid ja Schweine. Mann, ihr solltet mal ein bisschen netter reden. Aber gut, lasse reden. Die haben ihre Bildung aus der Bild. Aus der loseringschen Bild. So. So, so, wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh, oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einer Elfin zu fragen, die genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Wie kommt ihr darauf, dass wir Verräter sind? Taryn Loghain behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Was? Genug geredet. Nehmt den Wächtern Gewahrsam. Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt. Hey, ich hätte gerne noch weiter geredet. Bringen wir es hinter uns. Moment! Okay, lass mal erstmal so. Okay, wir haben auf jeden Fall Hilfe von dieser Frau hier namens Liliana. Na, wer ist das denn? Okay, wir werden mal hier Kommandant. Dann machen wir mal den als erstes platt. Schon gut, ihr habt gewonnen. Wir ergeben uns. Gut. Sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Überbringt Loghain eine Nachricht? Nein, die Grauen Wächter haben König Kaelin nicht verraten. Es war Loghain. Ich war da. Der Taryn hat uns aus einer Falle gerettet. Der Taryn hat den König sterben lassen. Die Wächter haben den König in seinen Tod geführt. Der Taryn konnte nichts tun. Überbringt Loghain eine Nachricht. Was sollen wir ihm sagen? Die Grauen Wächter wissen, was wirklich geschehen ist. Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Danke. Wer seid ihr überhaupt? Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Was bedeutet das? Ich habe mich der Kirche angeschlossen, um ein Leben in friedlicher Kontemplation zu führen, bin aber keine Priesterin, nicht mal eine Anwärterin. Ich bin Philia, erfreut euch kennenzulernen. Es hieß, ihr seid ein grauer Wächter. Mich überrascht, dass ihr eine Elfin seid. Aber Elfen wollen die Verderbnis vermutlich ebenso vernichten wie die Menschen, richtig? Nachdem was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Warum wollt ihr euch unbedingt mir anschließen? Der Erbauer hat es mir gesagt. Könnt ihr das näher ausführen? Ich weiß, dass das völlig verrückt klingt, aber es ist wahr. Ich hatte einen Traum. Eine Vision. Noch mehr Verrückte? Haben wir davon nicht schon genügend? Seht euch die Leute hier an. Sie sind verloren und verzweifelt. Die Finsternis, das Chaos, es wird sich ausbreiten. Und das will der Erbauer nicht. Was ihr tut, wozu ihr berufen seid, ist das Werk des Erbauers. Lasst mich dabei helfen. Also gut, ich weise eure Hilfe nicht zurück. Ich weise Hilfe nicht zurück, wenn sie mir angeboten wird. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Hey. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Die gute alte Liliana. Unbedingt.
Nein, du gehst weg. Verflucht und verdammt. Wir nehmen jetzt Liliana mit, weil... In der Tat. Sie und er verstehen sich besser. Es tut mir leid, Morrigan. Ich liebe dich über alles, aber es ist zum Besten für alle. So. Upp. Könntest du jetzt bitte deinen Film wieder entziehen? Dankeschön. Hallo, Liliana. Ja? Nicht so gut. Doch, was wisst ihr über diesen Ort? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Was wisst ihr über diesen Ort? Weil das könnte sie uns vielleicht helfen. Den Rest, also hier sowas, hier so ihre Privatsachen angeht oder so, da würde ich mich dann ein anderes Mal mit ihr unterhalten. Lothering war anfangs eine Ansiedlung am Fluss und gewann an Bedeutung, als sich später zwei Straßen dort kreuzten. Lothering ist immer sehr beliebt, aber die meisten sind nur auf der Durchreise. Okay, dann lasst uns einfach weitergehen. Gut. Wir haben ein neues Teammitglied, und zwar Liliana, eine Priesterin in... Also eigentlich, naja, sagen wir mal, eine Priesterin. Ich mache jetzt so Anführungsstriche, Zeichen, die ihr gar nicht sehen könnt. Also in Wirklichkeit, wie man eventuell sehen kann... Wo kann man das denn hier sehen? Da, sie ist eine Schurkin. Eine Bardin, um genau zu sein. Aber Barden sind, glaube ich, hier nicht so richtig so wie mit Musik und so. Also, glaube ich zumindest. Und was hat sie denn so? Sie ist eher so der Bogenschießer, okay. Und, ja, der erste Schurke, den wir treffen. Ah, sie ist auf jeden Fall gut im Stehlen. Okay, interessant, interessant, interessant. Können wir sie irgendwie noch ein bisschen ausrüsten? Sie ist ja mit einem Bogen unterwegs. Nein, sie ist nicht mit einem Bogen. Warum ist sie nicht mit einem Bogen unterwegs? Pass auf, wir geben ihr mal einen Kurzbogen, weil das ist das... Ach, wir haben... okay, wir müssen... Moment. Sie kriegt hier Dolch. Warte mal, ist das auch ein verzauberter Dolch? Okay, er kriegt zwei Dolche. Sie arbeitet jetzt erstmal mit zwei Waffen. Auf Dauer wird sie irgendwie einen Bogen oder sowas kriegen. Dann haben wir hier noch Handschuhe. Stiefel. Nee, behalt mal die Stiefel, die du anhast. Und... Was hast du hier für ein Amulett? Kreis des Suchers. Klugheit und mentale Widerstandskraft. Ja, lass mal. Okay, dann haben wir sie auch ein bisschen besser ausgerüstet, in Anführungsstrichen. Ja. Huch, nein, ich möchte gerne so mit ihr weiterlaufen. Dann werden wir mal uns hier ein bisschen umgucken. So, hier sind wir reingekommen, ne? Hier, guten Tag. Bitte. Wir sind hierher gekommen, um den Kämpfen zu entkommen. Oh, guck mal hier, was ist das denn? Ein Soldat. Der einen gefrorenen Blitz mit hat. Okay, nehme ich mal an. Guten Tag. Ich dulde keine Kämpfe in meiner Küche. Raus mit euch. Naja, die Leiche, die war auch eigentlich... Also ich weiß gar nicht, warum die hier in der Küche liegt. Das ist total bescheuert. Hier, können wir ein bisschen hier ein bisschen... Los geht's. Sachen klauen. Oh, Feuerfall. Siehst du, jetzt haben wir direkt schon... Junge. Junge. Geh da weg. Okay, ich geh mal... Der Junge ist im Weg hier. So, guck mal. 53 Kupfer, ja, das war wichtig, dass wir da drin sind. Okay, gut. Hallo, Herr Wirt. Danal. Wollt ihr weiteren Ärger machen? Viel mehr verkraften wir in Lothering jetzt nicht. Das ganze Chaos tut mir wirklich leid. Sie waren selbst schuld daran und sie haben ohnehin genug Ärger gemacht. Aber ich wäre euch dankbar, wenn ihr es dabei belassen könnt. Ja, versprochen. Also gut, mein Name ist Danal. Leider fehlt mir die Zeit zum Plaudern. Wie ihr seht, haben wir ein volles Haus. Sie haben nicht zufällig ein Zimmer zu vermieten? Seht euch um. Die Leute schlafen auf dem Boden und im Speicher. Ihr seht also, wie viele Zimmer ich nicht zu vermieten habe. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Das ist doch so bekannt dafür, dass das hier die ganzen Barbesitzer immer Gerüchte kennen. Einige Leute sind mit Loghains Ernennung zum Regenten überhaupt nicht glücklich. Mhm. Es gibt Gerüchte, er habe etwas mit dem Tod des Königs zu tun gehabt. Habt ihr schon einmal so etwas Lächerliches gehört? Niemand anderes als die dunkle Brut hat ihn getötet. Und wenn Taryn Loghain den König nicht retten konnte, hätte es niemand gekonnt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Okay, dem sollten wir nicht sagen, dass wir ein grauer Wächter sind. Habt ihr sonst noch weitere Gerüchte gehört? Jetzt, wo König Kaelin tot ist, geht der Thron an Königin Anora. Allerdings hat sie zumindest vorläufig ihren Vater zum Regenten ernannt. Ich glaube, Kaelins Vater, der alte König Marik, hätte dem zugestimmt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun?
Habt ihr noch weitere Gerüchte gehört? Aus Dannerim heißt es, Taryn Logan wurde zum neuen Regenten ernannt. Wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass seine Tochter die Königin ist. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Noch mehr Gerüchte? Ich habe gehört, Taryn Logan, der Regent, ziehe neue Rekruten ein. Er will die Armee wieder aufbauen, die wir in Ostagar verloren haben. Mhm. Das Problem ist, dass es nicht mehr viele fähige Männer gibt. Mhm. Bei Drachengipfel sind Zwangsrekrutierer unterwegs, die jeden freien Mann mitnehmen, den sie finden können. Ach du Scheiße. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Habt ihr sonst noch welche Gerüchte gehört? Irgendwelche Gerüchte gehört, meine Güte. In Dannerim wurde die Trauerfeier für König Kaelin abgehalten. Die oberste Klerikerin hat einen ganzen Tag der Trauer ausgerufen. Und der Trauerzug war eine Meile lang. Wie lange waren wir unterwegs? Es ist schade, dass sie seinen Leichnam nicht angemessen verbrennen konnten. Unvorstellbar, was ihm die Klauen dieser Kreaturen angetan haben müssen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Es war ein schneller und schmerzvoller Tod. Habt ihr noch weitere Gerüchte gehört? Überall im Land verschwinden Leute. Auf den Straßen sollen verlassene Wagen stehen. Und das Hab und Gut irgendwelcher Leute liegt einfach herum, ohne dass jemand zu sehen wäre. Ganze Bauernhöfe sind verwaist. Pferde bleiben ohne Reiter zurück. Und es gibt keine Leichen. Die dunkle Brut muss sie sich holen. Das ist die einzige Erklärung. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Oder Banditen. Wer waren eigentlich diese Männer, gegen die ich gekämpft habe? Als Taryn Logan vorbeimarschiert ist, hat er sie hier gelassen, um nach grauen Wächtern Ausschau zu halten. Ich nehme an, das seid ihr. Natürlich nicht. Wie ihr meint. Was darf es denn sein? Noch mehr Gerüchte vielleicht? Dem Erbauer sei Dank, dass wir Taryn Logan in Ostagar nicht verloren haben. Es heißt, er habe seine... Ja. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ey, ich muss gehen. Viel Glück auf eurem Weg. Ich dachte, ich könnte noch ein Bier trinken oder so, aber das können wir offensichtlich nicht. Ein Kunde. Der Erbauer okay, mit dem können wir nicht reden. Lassen, Flüchtling, oder? Kunde. Ist das hier eigentlich ein großer Unterschied? Ob's Blackstone-Verbindungsmann? Okay. Und hier haben wir Barlin. Reden wir mal mit dem. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Aha. Was denn? Ihr habt keine Lebensmittel mehr? Beinahe jede Nacht kommt und geht ein ganzer Schwung von Flüchtlingen. Sie alle haben knurrende Mägen, traurige Geschichten und Erbstücke zum Tauschen. Ich habe diesem verdammten Händler da draußen vor 2 Wochen die Hälfte meiner Vorräte verkauft. Und jetzt verlangt er unverschämte Preise für meine Lebensmittel. Keine Sorge, um den habe ich mich gekümmert. Wirklich? Nun, was soll ich dazu sagen? Danke? Bitte. Zeigt mir mal, was ihr anzubieten habt. Wir haben irgendwie vorhin auch nur Sachen verkauft. Aber gar nicht so richtig Sachen gekauft. Was ist denn hier besser von... Der hier. Dann verkaufen wir den mal. Haben sie eigentlich hier noch... Dorn der toten Götter. Ist auf jeden Fall nicht... Oh, guck mal. Die Schneide, die können wir ja ausrüsten mit Magie. Mit Magier-Sachen. Ich will gerade gucken. Seemanns Armbrust. Okay. Wie wär's mit... warte mal. Hat hier... Ach, scheiße. Vergleich Gegenstände mit Liliana. Ich will gerade mal gucken. Wir haben ja doch einen Bogen gegeben. Nee, wir haben ja keinen Bogen gegeben. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Kurzbogen mit 5 Schaden. Die hier haben... Der hier hat 6. Okay, dann kaufen wir doch den und verkaufen den und kaufen dabei noch ein paar Feuerpfeile. So. Oh, die sind aber teuer. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch 5. Das ist eigentlich voll wenig. Hey, ihr seid da zusammen. Hallo? Na egal. Okay, gibt's auch normale Pfeile? Oder sind das hier dann spezielle Pfeile? Weil ich weiß gar nicht, was ist denn, wenn Pfeile weg sind? Kriegsbemalung der Speerspitze. Ach, guck mal hier. Das ist für Hund. Caddis des Läufers. +2 Geschicklichkeit. Okay, pass auf. Ich möchte gerne noch gerade hier gucken. Also die haben hier... Der hat ja keinen... Okay. Der hat kein einhändiges Schwert, der hat halt nur einen Dolch. Hier, wir verkaufen mal das hier, weil so ein Charakter, der kommt erst später, der das gebrauchen kann. Dann haben wir hier noch
Nichts, was wir verkaufen, der Übereinkunft. Verringert Feindseligkeit, okay, auch nicht schlecht. Hier würde ich gerne Jade, Bergkristall, Stammeshalskette. Warte, das ist ein Geschenk, ne? Geschenk, okay. Die will ich natürlich alle, die Geschenke will ich nicht verkaufen. Die Blitzrune behalte ich auch mal. Das hier verkaufe ich, weil ganz ehrlich, irgendwie diese Elixiere, die Sachen, die, also die so Resistenz erhöhen, finde ich jetzt irgendwie langweilig. Ich bin eher der dann, also ich möchte gerne auf Gifte gehen, die wir auf Waffen tun. Das klingt doch geil. So, hier, Säurebeschichtung, Schlangengift, das ist doch, das ist das, was gut klingt. Dann haben wir hier Verletzungsausrüstungen, Säurefläschchen, die sollte ich auch mal behalten. Ja, den ganzen Kram behalte ich mal besser. So, okay, danke für den, warum hat er immer noch... Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch... Ich verkaufe andere Waren. Ah, wo in Lothering kann ich gut bezahlte Arbeit finden? Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Da war aber bisher nur einer. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Mit Giften? Ja, ich hab mich an... Wie vergiften? Ich will den Typen nicht vergiften. Beim Blut des Erbauers. Nein, mit Giften? Wir fragen mal nach. Ich will... Heißt das, ich vergifte den? Ja, genau, mit Giften. Ich habe auf meinem Land einige Fallen aufgestellt. Ach, der ist das. Und ich habe gehört, dass Gift diesen Bestien ebenso schadet wie jedem anderen auch. Ja, was ist, wenn Flüchtlinge in diese Fallen treten? Dann sollten sich diese verdammten Taugenichtse von meinem Land fernhalten. Außerdem ist es in diesen Zeiten äußerst unwahrscheinlich, dass jemand, der nachts herumschleicht, etwas Gutes im Sinn hat. Also, könnt ihr Gifte herstellen oder nicht? Okay, also ich denke mal, das bedeutet nicht, dass wir ihn vergiften, sondern dass wir vergiften haben. Aber ich, ganz ehrlich, das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Entschuldigung. Das Gleiche hat die älteste Miriam auch gesagt. Aber es ist mein Geld und mein Land. Ich will nachts nur ein bisschen ruhiger schlafen können. Lebt wohl. Vielleicht entscheiden wir uns irgendwann mal, dass wir vielleicht doch dem Gift geben. Weiß ich ja nicht. Hallo ihr. Bitte. Ich muss weiterspielen, wenn ich heute Nacht auch nur das Geringste verdienen will. Du spielst doch gar nicht. Flüchtlingsmädchen, Flüchtlinge. Okay, hier oben ist nichts. Was ist denn das hier für ein Typ? So wahr ich lebe und atme. Ihr seid der graue Wächter, über den alle reden. Kann ich was für euch tun? Ich vertrete die Blackstone-Freischärler. Wir sind eine Söldnergruppe, die nach dem Krieg gegen Orlais harte Zeiten durchgemacht hat. Mhm. Ihr wisst sicherlich, dass die Zeiten jeden Tag schlimmer werden. Mit eurer Hilfe könnten die Freischärler Ferelden erneut von Nutzen sein. Wie kann ich euch helfen? Unsere Anführer haben schon vermutet, dass ihr bereit wäret, uns zu helfen. Jeder unserer Posten in Ferelden hält an euch adressierte Briefe bereit. Im Gegensatz zu den meisten, die mit uns zusammenarbeiten, erhaltet ihr die Briefe direkt von unseren Anführern Raelnor und Tauran. Ich hoffe, das zeigt euch, wie sehr die Freischärler die Grauen Wächter schätzen. Ich werde sie mir ansehen. Ich danke euch. Kehrt einfach zu mir oder einem unserer Mitglieder bei den Freischärlerposten zurück, wenn ihr eine Mission abgeschlossen habt. Wir sorgen dafür, dass ihr für eure Bemühungen entlohnt werdet. Möge der Segen des Erbauers euch den Weg weisen. Okay. Wir können also, wir haben Codex aktualisiert. Brief von den Blackstone-Freischärlern. Ein Brief in sorgsamer Handschrift gerichtet an dich. An den unvergleichlichen grauen Wächter. Ach, danke schön, danke schön. Eure Taten seit der Tragödie bei Ostaka haben sich herumgesprochen und ich brauche jemanden wie euch. Ich bin Raelnor, Hauptmann der ehrwürdigen Blackstone-Freischärler. Und ich hoffe darauf, euer Vertrauen zu gewinnen. Was haben wir denn für Taten seit Ostaka gemacht? Eigentlich haben wir nur da hinten Banditen verjagt. Eigentlich müsste man uns noch nicht kennen. Also ich finde es schon ein bisschen komisch. Also unser Ruf eilt uns voraus, obwohl wir noch gar nicht groß was gemacht haben. Die Freischärler haben seit dem Krieg gegen Orlais schwere Zeiten durchgemacht. Aber ich habe dafür gekämpft, ihren Ruf wiederherzustellen. Vorbei sind die Tage, an denen mein Vater fragwürdige Abkommen mit skrupellosen Adeligen aus Denerim getroffen hat. Stattdessen habe ich eine Truppe ehrbarer Männer ausgebildet, die bereit sind, für Ferelden zu kämpfen. Und ich sage mit Stolz, dass eure grauen Wächter für mich dabei eine Art Vorbild waren. Wir sind nicht ohne Tadel.
So strebt mein Sohn eine Entwicklung zurück zu jenen Tagen an, wo die Geschäfte unter Leitung meines Vaters besser liefen. Aber wir bleiben standhaft. In diesem Zusammenhang bitte ich nun um eure Hilfe und verspreche euch angemessene Belohnung. Wenn ihr dazu willens seid, findet ihr Briefe in diesem und anderen Kästen im ganzen Land, die Anliegen enthalten. Wenn sie von meinem Sohn stammen, behaltet sie bitte genauso, als kämen sie von mir. Okay, ich denke, der Sohn ist ein bisschen anders. Naja, gut. Ich möchte euch nochmals aus tiefstem Herzen danken. Ob ihr uns nun unterstützen werdet oder nicht, ihr leistet die Arbeit des Erbauers, Wächter, und es ehrt mich, daran teilzuhaben. So, der Raelnor. Der Brief trägt das Siegel der Blackstone-Freischärler. Okay, gut. Mach ich. Kein Ding. Wir. Ist das hier so eine Kiste? Also, wir haben jetzt auch die Blackstone-Quests, ja, die können wir halt auch nehmen. Da haben wir zum Beispiel der letzte Rest. Meine Freundin, es gibt mehrere Personen, die sich verpflichtet haben, den Blackstone-Freischärlern in Zeiten der Not beizustehen. Diese sind nun gekommen. Ihr findet hier 3 Einberufungsschreiben. Stellt sie den unten angegebenen Personen zu und kehrt dann zu den Freischärlern zurück, um eure Bezahlung zu erhalten. Sollte sich eine dieser Männer widersetzen, müsst ihr alles in der Macht Stehende tun, damit er seinen Schwur erfüllt. Dernal Garrison in Radcliffe, Petter Gritsch in Lothering und Varel Bayern in Denerim. Euer Freund Tauran. Okay, das nehmen wir natürlich an. Und Pflichtversäumnis. Meine Freundin, die Freischärler benötigen die Dienste eines vertrauenswürdigen Mitarbeiters, der einige Deserteure aufspürt und sie zur Verantwortung zieht. Wenn ihr das für uns tut, werdet ihr entsprechend belohnt. Die Deserteure haben kostbare Vorräte entwendet, die für die Zukunft der Freischärler als kämpfende Organisation von äußerster Wichtigkeit sind. Verfahrt mit diesem wehrlosen Gesindel nach eurem eigenen Ermessen und bringt als Beweis für euren Erfolg die gestohlenen Vorräte mit zurück. Es werden mehr Fragen nach euren Methoden noch nach dem Schicksal der Deserteure gestellt werden. Wir vertrauen auf die Umsicht in dieser Sache. Eure Umsicht, okay. Ihr findet die Deserteure vermutlich an folgenden Orten. Samael am Kaelenhead-See, Laysen in Denerim, Tornas im Frostgipfelgebirge. Euer Freund Tauran. Okay, das nehmen wir natürlich auch an. Aber da kommen wir natürlich erst später hin. Aber wir haben ein paar Quests gemacht. Gut. Auch wenn wir eigentlich noch gar nicht so bekannt sind, wie man hier von uns erwartet oder wie man uns hier quasi erzählt. Wir werden noch sehr berühmt und dann ist das schon so. Eigentlich hätten die erst später auftauchen sollen. Neuen Rekrutierer gesehen? Ach, lass mich in Ruhe, du bist doof. Diese Klatschmäuler sind echt scheiße. Gut, das war's erstmal von dieser Folge. Diesmal wieder viel zu lang geworden. Aber es macht mir einfach gerade so unglaublich Spaß, dieses Spiel zu spielen. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumheule, wollte ich schon sagen. Was haben wir denn da hinten? Danes Zuflucht. Ach, das ist der Ort. Okay. Bevor ich jetzt hier noch lange... das Spiel ist so schön und es macht so Spaß. Werde ich jetzt auch endlich mal die Folge beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!